leave us, just watch. Late night, I go uptown. Hallo und herzlich willkommen zum Minecraft Monday. Ja, eine neue Folge Minecraft Monday ist jetzt draußen. Das ist das erste Video nach meiner Heimkehr von meinem Urlaub. Ja, genau. Nach der Heimkehr oder nach der Rückreise. Bin wieder zu Hause, nehme jetzt wieder frische neue Videos auf. Ich habe noch ein paar auf Reserve. Aber heute, wie gesagt, der Minecraft Monday, wir spielen Tri-Jump. Ja, der Spielmodus hat also gewonnen. Mein erstes Mal Tri-Jump auf dem Bergwerk Lab Server. Ist auch gleichzeitig mein erstes Mal auf dem Bergwerk Lab Server, auf dem Minecraft Server von Herrn Bergmann. Ja, was Tri-Jump ist, das werden wahrscheinlich einige von euch wissen oder die meisten, denke ich mal. Es ist eine Mischung aus Get Down und Jump League. Jump League habe ich schon mal gespielt. Get Down noch nie. Ich habe das nur mal bei Minus Dude des Öfteren gesehen. Der hat das mal gebracht. Get Down. Also du hast wie bei Jump League Module, die du durchlaufen musst halt, ne? Und du hast insgesamt 3 Versuche, glaube ich. Also ich glaube, du darfst 3-mal runterfallen, dann bekommst du eine Hilfe. Ja, aber ich hoffe, dass ich die Hilfe nicht so oft anwenden muss. So, Modul 1 schon mal geschafft. Und man bekommt halt pro geschaffter Unit. Jetzt habe ich zum Beispiel ein Kreuz von 3. Also das heißt, wenn man 3-mal runterfällt, kriegt man noch eine zusätzliche Hilfestellung. Da kommt ein Block dazu oder eine Leiter oder was weiß ich. Auf jeden Fall wird das Modul dann ein bisschen vereinfacht. Man kriegt dann aber viel weniger Tokens. Jetzt zum Beispiel, ich habe 3 Kreuze. Jetzt ist der Block hier weg. Jetzt wird es für mich einfacher. Man bekommt, wie gesagt, pro bestandener Unit kriegt man ja Tokens, ja. Und mit diesen Tokens kann man sich dann ganz zum Schluss Waffen holen, ne? Also das ist, glaube ich, bei Get Down dann das Besondere. Bei Get Down, da kann man sich dann Sachen holen mit den erhaltenen Tokens. Also Waffen kann man sich da holen, Ausrüstung, man kann sein Schwert verzaubern, Bogen kann man holen, Nahrung und so weiter und so fort. Die Leute, die das gespielt haben schon mal, die das hier schon mal gespielt haben, Tri-Jump, die wissen ja, wie das hier abgeht. Und ich versuche mal, ich habe das nur letzte Runde gespielt. Letzte Runde habe ich das mal so ein bisschen ausprobiert. Aber es ist gar nicht so schwer. Es ist leicht zu verstehen, wenn man weiß, wie es geht. Und es macht eigentlich ziemlich Spaß. Es ist mal so ein Wechsel, wenn man keinen Bock hat auf Jump League. Jetzt habe ich zum Beispiel wieder ein Kreuz. Wenn man zum Beispiel keine Lust hat auf Jump League oder so, dann ist das eigentlich eine sehr gute Abwechslung mal. Deswegen, ihr habt den ja auch gewählt, den Spielmodus. Ja, ich habe den mit reingenommen. Ihr habt dafür gewotet und deswegen spielen wir heute eine Runde Tri-Jump. Oh nein, jetzt habe ich wieder 3 Kreuze, kriege ich wieder weniger Tokens leider. So. Ihr könnt natürlich schon wieder für den nächsten Spielmodus abstimmen. Dazu geht ihr einfach oben rechts. Während des Videos könnt ihr das auch schon machen. Auf das I für Info. Dort erscheint die Umfrage für den nächsten Minecraft Monday. Da könnt ihr wieder für den nächsten oder für den Spielmodus abstimmen, den ihr am liebsten sehen würdet nächsten Montag. Und dann, ja, der Spielmodus mit den meisten Stimmen, ne, der wird dann nächsten Montag gespielt. Und so läuft das bei Minecraft Monday. Ich habe auch noch eine kleine Beschreibung dazu geschrieben. Ja, also ich habe den Minecraft Monday ein bisschen beschrieben, definiert, unten in der Videobeschreibung, ne. Falls es Leute gibt, die heute zum ersten Mal zuschauen und nicht wissen, was das ist, die schauen einfach mal in die Videobeschreibung, die wissen dann Bescheid. Und jetzt versuchen wir einfach mal. Ich bin eigentlich ganz gut dabei unter den ersten 3. Es liegt aber auch nur dran, weil der Jump'n'Run-Part nicht so schwer ist. So, Unit 6 mittlerweile. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es gibt auch wie bei Jump League 10 Units, also Module. Ne, die heißen halt hier nicht Module, sondern Units. Und ja, erstmal schauen. Jetzt fangen die harten Units hier an, oder wie? So, hier und dann auf den Glowstone. Ah, auf den Glowstone hätte ich gemusst. Ach nee, bis hierhin war ich ja schon. So, jetzt hier drauf. Ist der Nachteil, wenn man die Module oder die Units nicht auswendig kennt. Also ich würde sagen, hier passiert nichts. Passiert was, wenn ich auf die Knöpfe drücke? Nein, wir müssen hier rauf. Okay, haben wir geschafft. Wir müssen hier drauf. Wir wären gar nicht drumherum gekommen. So, jetzt ist die Frage, wohin? Hier und hier und ah, da hinten wieder. Okay. Kleiner Anlauf, so. Also es macht, wie gesagt, richtig Spaß. Ich spiele das, wie gesagt, gerade erst zum zweiten Mal. Aber wenn man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnt hat, auch an daran, dass man sich dann die Sachen selber holen kann, natürlich ist das dann schwierig. Im Deathmatch, wenn man seine PvP-Skills leider nicht zeigen kann. So wie ich. Ich habe ja sehr große PvP-Skills. 400 Tokens, aber wahrscheinlich, weil ich... Ah, wahrscheinlich, weil das Modul hart ist. Deswegen bekommt man mehr Tokens, könnte ich mir jetzt vorstellen. Je härter das Modul ist, desto mehr bekommt man auch. Oh, die scheiß Fünfersprünge hier. Ich sage, scheiß Fünfersprünge. Das sind fast nur Fünfersprünge. Och nee, zum zweiten Mal verkackt. Jetzt kriege ich weniger Tokens. Scheiße. Aber egal. Wir schaffen das schon. So, jetzt kommen zum Beispiel Leitern hier dran. Sehr schön.
Aber das hätte ich mir auch leichter machen können. Ah, diese scheiß Fünfersprünge. Ich kann die nicht. Ich kann die Fünfersprünge nicht. So, den habe ich jetzt geschafft. Das habe ich geschafft. So, und jetzt aber an die Leiter ran. Ja, jetzt schaffe ich es auch. Super. 200 Tokens leider nur so. Unit 8, wir sind Zweiter. Aber dieser Faceless Craft wird das jetzt wahrscheinlich gleich machen. Was mache ich denn hier? Schon wieder drei Kreuze. Für nix eigentlich, für nix. So, mal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht holen wir ihn ja noch ein. Vielleicht auch nicht. Vielleicht macht er jetzt auch gleich Schluss. Ich denke mal, er ist gleich... Nein, ist er nicht. Er ist runtergefallen. Oh, Unit 9. Habe ich geschafft. Jetzt ist Unit 10 hier, ne? So, ich springe einfach. Ich weiß nicht, da gibt es bestimmt Tricks und Abkürzungen, aber ich kenne die nicht. Achso, Extreme, der Zug. Also, die Unit heißt hier Zug. Der ist wohl Extreme. Scheiße. Ah, schon wieder drei Kreuze. Drei Kreuze. Mach dein Kreuz. Wie bei der Bundestagswahl. Mach dein Kreuz. So. Hier. Ah, wenn es ein Fünfersprung ist, ne? Ist ja klar. Wenn es ein Fünfersprung ist, bekomme ich das immer nie hin. Was ist denn jetzt hier los? Ich hab's doch eigentlich ganz gut gemacht fürs zweite Mal. Jetzt fürs zweite Mal ist das doch ganz gut, oder? Oder? Was sagt ihr? So, pass mal auf. Der ist schon bei 98. Der wird... Ja. Ich habe nur drauf gewartet. So, jetzt ist es vorbei. Wie bei Jump League. Jetzt laufen noch die letzten Sekunden runter. Wir haben 2150 Tokens gesammelt. Jetzt geht's ans Ausrüsten. Wir haben eine Minute 30 Zeit. Die haben wir dann die ganzen Sachen. Also wir holen uns einmal die ganze Eisenrüstung, ein Eisenschwert. Das verzaubern wir erstmal. Und zwar... Ja, Rechtsklick verzaubern 250 Tokens. Jetzt ist mir natürlich die Frage... Wir können ruhig... zweimal verzaubern. Jetzt haben wir... Oh, Schärfe 2 und Rückstoß 2. Okay, was können wir uns noch holen? Natürlich ein bisschen Nahrung. Jetzt habe ich ganz die Nahrung vergessen. So. Ein Goldapfel. 100 Tokens. Ja, ein Goldapfel können wir mal machen, aber das war's dann auch leider. Eine Angel kann ich mir leider auch nicht holen. TNT, was ist bei Spezial? Extra Herzen. Okay. Ich muss mich da erstmal reinfuchsen in das Spiel. Wie gesagt, das ist die zweite Runde. Und, ja. Aber ich denke mal, wenn man so ein Schwert hat mit Schärfe und die komplette Eisenrüstung und Goldapfel, vielleicht noch ein Bogen, aber ich denke mal, so schlecht ist das nicht, wenn man die Sachen hat. Man muss halt dann auf seine PvP-Skills hoffen. Die habe ich leider nicht. Die habe ich leider nicht. So, Skip slash Skip verkürzt die Zeit zum Deathmatch, ja. 5 Leute sind nur noch da. Was? Was? Haben die ganzen anderen Leute geliefert? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Oder waren wir vielleicht nur 5? Das ist jetzt die andere Frage. Waren wir vielleicht nur 5 Leute? Das ist auch eine interessante Frage. Naja, okay. 12 Sekunden noch, der Typ schafft es nicht, seine Sachen zu holen, oder? Er schafft es nicht, seine Sachen zu holen. Der bleibt komplett nackt. Der bleibt nackt. Ah, nee, jetzt hat das. Jetzt hat das. Schwert noch verzaubern, oder? Nein. So, 3, 2, 1 Sekunde. Und los geht's. Deathmatch. Ah, das ist eine coole Deathmatch-Arena. Ich kenne die von Herrn Bergmann und von Germ Let's Play. Ja, jetzt gehen sie wieder zu zweit auf mich. Ich gehe jetzt erstmal weg. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wenn gleich wieder zwei Leute auf mich drauf gehen. Hier. Der doch. Der zum Beispiel, ne? Ja, das ist natürlich scheiße mit dem Rückstoß, dass wir dann immer hinterherlaufen müssen. Und der hat einen Bogen gehabt, lol. Gut, der hat einen Bogen gehabt, der hat einen Vorteil. Aber ist, wie gesagt, nicht so ein großer Vorteil, wenn man einen Rückstoß hat. Dann muss man den Gegnern immer hinterherrennen. Dann haben sie Chancen zu fliehen. Vielleicht können wir uns da mal hier einmischen. Zu dritt. Die Karawane zieht weiter, oder wie? Die Karawane zieht weiter. Nein, das war keine Karawane, das war eine Polonaise. Wir ziehen los mit ganz großen Schritten. Huch, wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Lopper 4. Ja, das hat er in der Angel. Ja, nice. Da kannst du dann aber auch nichts machen. Ich verstehe das auch nicht. Beim Abstauben abkacken. Wer? Meint er mich? Der meint mich, glaube ich, oder? Meint er mich? Alter, hat er mich gemeint? Hier. Der hat doch als erster das Jump'n'Run hier beendet. Was motzt der denn so rum? Ich weiß gar nicht, was der hat. Fehlt nur noch wieder, dass er schreibt, du hackst, du bist Hacker, mach die Hacks aus. Ich habe Hacks an, ihr wisst doch immer. Wenn es um PvP geht, habe ich immer die Hacks. Wisst ihr doch. Oh, Goldapfel ist nicht so gut. Wie viel Leben hat man eigentlich? 3, ne? Ich glaube, 3 Leben. Na, schreib doch Hacks. Schreib doch. Warum läuft er denn weg? Fighte doch. Huch, der hat nix. So, Rückstoß. Zack. Oh, das war nice. Aber ich habe den leider nicht getötet. Aber der Looper. Oder wäre es ausgeschieden? Ja. Nee, Sushi Play wurde von Looper getötet. So. Jetzt rennen wir dem hier noch hinterher. Kommt der da oben. Der hat nur ein Steinschwert. Das ist unser Vorteil. Gut. Der ist auch weg. Oh, sehr gut. Jetzt habe ich zwar 3 Pfeile, aber ich habe keinen Bogen. Ich habe ein Steinschwert. Super. So. Was machen wir denn? Jetzt hier noch 2 Leben. Okay, 3 Leute mit 2 Leben. Das wird knapp. Die sind da hinten. Ich staub einfach mal ab. Hier, pass mal auf. Zack. Kriegst einen Rückstoß. Zack. Oh, fuck. Jetzt packt er hier seine Skills aus, oder was? Oh, gut.
Noch bin ich gut dabei. Jetzt hat er einen Bogen, aber ich habe ein Rückschussschwert. Na, was sagst du jetzt? Jetzt hat er eine Angel. Oh, das laufe ich weg. Das ist gar nicht mein Terrain. Jetzt kommt der von da oben. Ich muss mal kurz mein Mikrofon ein bisschen leiser stellen. Das war gerade mega laut. Warte, noch mal ein bisschen. So. So sollte das, glaube ich, jetzt klappen. Und so sollte die Lautstärke jetzt perfekt sein. So, der hat den. Aber ich habe dich, Junge. Zack. Was? Bekommt man denn keinen Schaden, wenn man so von oben nach unten fliegt? Oh, er packt seine Hex aus. Geil, Fokus. Wie es Leute einfach nicht mal abkönnen zu verlieren. Ich hasse das, dass Leute einfach nicht mal so fair sein können. Ja, gut, aber ja, jetzt gehen sie zu zweit auf mich. Nice. Jetzt leckt's bei mir. Nice, geht doch zu zweit auf mich. Kein Problem, jeder hat nur noch ein Leben. Jetzt warte ich erst recht. Jetzt warte ich erst recht. Jetzt staube ich erst recht ab. Wo sind sie denn? Da oben ist der eine. Wo ist der andere? Der greift von hinten wahrscheinlich an. Ja, wusste ich doch. Habe ich nicht gesagt? Die Team doch nicht wirklich, oder? Was machen die? Machen die Team? Die Team doch nicht wirklich. Ja, nein. Ja, dann greift euch doch an. Warum wollte der eine mich dann von hinten überraschen? Versteht nicht. Wo ist der andere? Wo ist der andere, frage ich mich. Der campt irgendwo. Greift doch an. Komm her, Junge. Komm, eins gegen eins. Er will nicht. Was ist denn los mit den Leuten, ey? Ehrlich, dann gehe ich jetzt drauf. Aber... Oh, geil, Goldapfel, ey, guck mich an, ich bin Goldapfelman, geil. Geiles Ding, ja, super. Und wo ist der andere? Ich versuche mal hier zu blockhitten. Blockhitten, ja, jetzt kommt er natürlich, ist klar. Seht ihr, das ist so typisch. Achso, die fighten, okay, die machen kein Team. Ja, dann gewinnt Facelacecraft leider. Gewinnt leider der Falsche, oder? Zwei Herzen, drei Herzen, schaffe ich das noch, mich zu raggen? Muss mich jetzt erstmal verstecken, aber der wird mich finden. Der hat ja auch einen Kompass, der ist ja nicht blöd. Ich habe ein Steinschwert. Ich kann mit dem Steinschwert kämpfen. Ah, da oben ist er. Ich muss jetzt erstmal raggen, das nützt nichts. Ah, jetzt hat er auch noch einen Bogen, ey. Fuck. Jetzt hat er auch noch einen Bogen. Ich verstecke mich hier hinter. Na, schieß doch. Hui. Schieß doch, aber er macht das nicht. Ey, hat er jetzt die ganze Zeit den Bogen gespannt? Ist das armselig, ey. Ist das lächerlich. Ist das Erdbeer mich? Oh ja, jetzt habe ich eine Chance, weil er seinen Goldapfel gegessen hat. Ah, jetzt habe ich keine Chance mehr. Ah doch, er kriegt Schaden, okay. Er kriegt Schaden, ich aber auch. Und damit war's das. Ich habe ein Herz, ey. Spannender Kampf hier. Spannender Fight, muss ich sagen. Bei meiner ersten Runde, oder bei meiner zweiten Runde, Try-Jump hier. Zum ersten Mal Minecraft Monday. Na, schieß doch, komm. Wo hast du denn deinen Bogen? Spann den Bogen und dann komm runter hier. Zwei Herzen. Das ist natürlich der Nachteil, dass ich jetzt keinen Goldapfel habe. Das ärgert mich sehr, muss ich ja sagen. Jetzt kann ich leider nicht raggen. Jetzt muss ich warten. Was macht er? Bleibt da oben. Er wartet wahrscheinlich auf mich. Er denkt sich jetzt, ah komm, lass den HSPP noch mal raggen. Da ist er. Schau mal. Der guckt da. Da lugt er durch die Tür durch. So, dann komm her jetzt. Dann bringen wir es jetzt zu Ende. Komm. Ich möchte den Part auch nicht unnötig in die Länge ziehen, weil sonst wird es wieder zu viel auf meinem YouTube-Money-Konto. Sonst kriege ich wieder zu viel YouTube-Money. Mein Netzwerk hat mir schon gesagt, mach mal ein paar kürzere Videos, damit wir nicht so viel Geld auf dein Konto überweisen müssen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann versuche ich das Video unter 15 Minuten zu beenden. Ah, scheiße. Da kann ich nichts machen. Er hatte die bessere Ausgangsposition. Jetzt macht er wahrscheinlich Schluss. Nein, er wartet da oben. Er wartet da oben einfach. Ich finde es aber auch scheiße, muss ich ja ganz ehrlich sagen, dass das Deathmatch so lange geht. Ach, schade. Naja, aber wir haben 150 Punkte, 4 Kills, 3 Tode, 9 Units oder bis zu 9 Units geschafft. Nein, 9 Units geschafft. Bei der 10. haben wir es dann leider verkackt. Da mache ich jetzt mal kein GG. Huch, da braucht man gar nicht Slash-Up machen. So, das war's also mit der Runde Minecraft Monday Try-Jump zum ersten Mal auf dem Bergwerk Lab-Server. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen, ein Abo da zu lassen, falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Stimmt auch ab, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr könnt das ja während dem Video machen, ne? Einfach oben rechts auf das i, dann auf die Abstimmung und dann für euren Spielmodus wählen und so weiter und so fort. Ihr kennt das Prozedere ja. Und dann sehen wir uns die Woche wieder bei meinen Videos, die hoffentlich jetzt wieder täglich kommen werden. Weiß nicht, ob täglich ein oder zwei kommen, ne? Ihr seid das ja gewohnt. Und dann, ja, euch eine schöne Woche. Macht's gut, bis nächsten Montag bei Minecraft Monday. Ciao!